Salzburg hat die großen und die kleinen Festspiele, aber vom Charme und vom Genussfaktor her können die Kunst- und Kulinarikfestspiele Golling ihrem großen Bruder aber locker das Wasser reichen. Und für den kommenden Sommer haben die Döllerer Festspiele in Golling zudem ein verblüffendes Star-Ensemble zusammengetrommelt, bei dem für jeden Geschmack großartige Kulturerlebnisse dabei sein sollten. RTS war für Sie bei der Programmpräsentation. Die beste Nachricht gleich zuerst: Starsopranistin Asmik Grigorian, die heuer bei den Salzburger Festspielen in drei kleinen Puccini-Opern in Hauptrollen zu erleben sein wird, kommt für einen Konzertabend auch nach Golling. Puccini, das ist natürlich immer großes Drama, aber bei Asmik Grigorian gibt es auch die leichte Seite. I'm typical drama queen. If we have a drama, I think it would be boring to. Eigentlich bin ich schon die typische Drama Queen, aber nur Drama, das wäre langweilig. Das Drama braucht auch den Humor. Wenn man einen guten Spaß nimmt, dann gibt's darin immer auch Ernsthaftigkeit und manchmal auch Schmerz. Es geht also immer um die richtige Balance. Pain and drama inside. So it's always the balance. Asmik Grigorian verzichtet auch heuer auf ihre Gage. Die Einnahmen gehen an die Salzburger Spezialklinik für Schmetterlingskinder. Dass wir so einen Vorschlag überhaupt kriegen, einen Weltstar nach Golling zu kriegen und das mit einer Charity zu verbinden, das ist für uns ein Glücksgriff und wir freuen uns wahnsinnig darüber. Und ich finde es natürlich auch gut jetzt für die Schmetterlingskinder in der Kooperation mit Licht ins Dunkel. Das ist wunderbar. Die Kunst- und Kulinarikfestspiele in Golling beginnen am 5. Juli und laufen bis zum 30. August. In 20 Veranstaltungen sind ausnahmslos Top-Künstler angesagt. Zum Beispiel Beni Schmid, die Philharmonia Schrammeln mit Günter Kreuzböck, Willi Resitaritz, Alfred Dorfer mit Angelika Kirschlager, Fritz Karl oder das Paganini-Ensemble Wien. Die Stardichte ist dieses Jahr tatsächlich noch höher, als sie sonst immer schon gewesen ist. Ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich auch ein bisschen glückliche Zufälle, die da zusammenspielen. Natürlich bemühen wir uns und tun das Unsere dazu, aber so wie es dieses Jahr ist, ist es eigentlich schon fast nicht mehr planbar. Der Gollinger Intendant wird in Philipps kleiner Opernführer selbst auf der Bühne zu erleben sein. Heuer geht es um Figaros Hochzeit. Aber was ist es eigentlich, das die Gollinger Festspiele für Künstler und Publikum so attraktiv macht? Was wirklich den Reiz ausmacht, ist der Rahmen, dieser intime Rahmen, wo man wirklich zusammensteht. Es ist ja fast schon Wohnzimmeratmosphäre, die man hier oft hat, auch weil das Publikum so nah dran sitzt. Das ist sicher ein wesentlicher Punkt, der schöne Burghof, den wir hier haben. Und natürlich nachher die Kulinarik, das gute Essen vom Andreas Döllerer, das wir dann immer bekommen. Das Publikum, aber auch die Künstler, das ist von Anfang an gewesen, ein wesentlicher Teil der Entlohnung sozusagen, dass man nachher hier zum Essen eingeladen wird. Das ist dabei, wir legen Wert auf einen Mix, auf einen wirklich guten Mix. Wir haben Veranstaltungen, in denen Leichtes und Schweres gleichzeitig ist und wir haben auch welche, die nur Schweres bieten, aber hochklassiges Schweres. Und es ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass wir das anbieten. Schwere oder leichte Kost, alles hat Platz im Gollinger Programm. Letztlich geht es immer um das Gemeinsame und Verbindende. Ich denke, das Zusammensein ist etwas, das jeder Mensch sucht, aber das Destruktive ist oft viel einfacher. Ich wünsche mir, dass wir alle mehr auf eine freundlichere Art zusammen sein können.